Besuch. Hallo. Ich schaue mir hier gerade meine R2-D2-Figur aus meiner Sammlung an, die Kenner 1981 herausgebracht hat. Diese Figur hat einen Vorgänger und dieser Vorgänger hat an der Stelle, wo hier der Sensorscoop ist, gar nichts drin. Das heißt, der Kopf war glatt und man konnte hier keine Zusatzmaterialien herausziehen aus dem Kopf. Der Nachfolger dieser Figur, der hat an der Stelle von dem Sensorscope ein Laserschwert, da können wir uns noch dran erinnern, ne? The Last Jedi, R2-D2 hat Luke sein Laserschwert zugeschossen, damit der sich aus der brenzligen Situation befreien konnte. Die drei Figuren, also sprich Vorgänger und Nachfolger von dieser Figur, haben ein Stempeldatum 1977. Das ist so nicht ganz richtig, weil die Figur kam als erstes 1978 raus, diese hier wie gesagt 1981 und die letzte Version mit dem Laserschwert kam 1985 auf den Markt. Man kann jetzt hier an dieser Figur so ein bisschen am Kopf drehen, dann hört man auch, es knackt so ein bisschen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, diese Figur ist ja schon über 40 Jahre alt, dass man die innere Mechanik nicht überlastet oder gar kaputt macht. Um noch mal kurz auf das Stempeldatum zurückzukommen. Diese Figur hier weist ja das Stempeldatum 1977 aus, genauso wie Vorgänger und Nachfolger. Das hat da eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Diese Figur hat als Basis immer denselben Rumpf. Das heißt, Kenner hat seinerzeit immer nur jeweils den Kopf ausgetauscht. Zu dieser Figur gibt es auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar war es damals so, dass diese Figur noch nicht auf einer Trägerkarte herausgekommen ist, sie aber im Zuge eines Multipacks für die kanadische Firma Sears schon herauskommen sollte. Da es noch keine Trägerkarte gab, hat Kenner sich kurzerhand dazu entschlossen, eine No-Quality-Karte hierfür zu benutzen. Das heißt einfach, dass die Karte schwarz war, hatte das Empire Strikes Back-Logo drauf, hatte aber keinen Rücken. Der Rücken war aus purem rohen Karton. Und das Namensschild sowie der Figurenhintergrund waren auch nicht farbig, so wie man das bei den normalen Trägerkarten kennt, sondern sie waren einfach in weiß gehalten. Die Figur selber war mittels Vakuumverpackung auf der Trägerkarte sozusagen aufgeschweißt worden. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, sah natürlich nicht schön aus, sondern war eher ein bisschen lieblos dargestellt. Wenn man das Multipack damals ausgepackt hat, sind einem natürlich die ganzen Figuren in die Hände gefallen und unter anderem auch die etwas lieblos verpackte R2-D2-Figur. Auf der Trägerkarte stand R2-D2 with Periscope. Das ist etwas seltsam, weil auf allen nachfolgenden Trägerkarten wurde R2-D2 immer mit with Sensorscope betitelt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist R2-D2 als Astromech hergestellt worden und nicht als U-Boot. Das heißt, wozu brauchte R2-D2 ein Periskop? Nun, das werden wir auch nach 40 Jahren wahrscheinlich nicht mehr feststellen, aber hier setzt meine Hypothese ein. Ich vermute, dass der Produktverantwortliche seinerzeit den Film The Empire Strikes Back gesehen hat und in der Szene, wo R2-D2 auf Dagobah vom X-Wing in den Sumpf gefallen ist, sieht man in der Anschlussszene nur noch, dass da sein Sensorscope aus dem Sumpf ragte. Und da wird sich der Produktverantwortliche vielleicht gedacht haben, oh guck, der Roboter hat ein Periskop. Und somit ist die Bezeichnung R2-D2 mit Periskop entstanden. Und damit sind wir auch schon beim Ende des Videos angekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr mögt oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir das in die Kommentare mit reinschreiben. Oder aber ihr abonniert gleich meinen Kanal, dann entgeht euch auch kein zukünftiges Video. Ich verabschiede mich, bis denn und mit sammlerfreundlichen Grüßen aus meiner Star Wars Collection. Tschüss.